Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive, denn heute habe ich ein Fashion Try-On-Haul von Orsay für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Übrigens, nicht wundern, ich trage ein T-Shirt von meinem Freund, weil ich habe einen übelsten Sonnenbrand auf dem Rücken und kein T-Shirt von meinen ist angenehm genug, um dem Ganzen standzuhalten. Ja, ich habe inspiriert von der lieben Mello Flori, die liebe Melli, mir einen Kleiderständer geholt. Den habe ich von Lidl online bestellt und habe hier dann meine ganzen Errungenschaften mal aufgehangen. Ich habe bei Orsay online bestellt und möchte jetzt einfach mal direkt mit euch zusammen die Sachen anprobieren und schauen, wie es so aussieht. Ich habe wirklich verschiedenste Kleidungsstücke mir ausgesucht. Ich habe Kleider, ich habe einfach basic irgendwelche Strickjacken, die ich einfach mal wieder ja, antesten wollte, anprobieren wollte, ob es halt passt. Und ich habe ein kleines Problem, denn, ja nicht Problem, aber ich habe in letzter Zeit doch ein paar Kilos mehr auf die Rippen bekommen, was ich nicht schlimm finde, was ich auch einfach vollkommen gesund finde. Das bewirkt halt einfach, dass die eine oder andere Hose nicht mehr ganz so gut passt und kneift. Und jetzt habe ich mir einfach mal eine Nummer größer bestellt, als ich normalerweise habe. Sprich, ich habe mir die Hosen jetzt in der Größe 40 bestellt. Ich bin 1,73 Meter groß und wiege so um die 70 Kilo. Starten möchte ich mit diesem schönen Kleid. Ich finde die Farbe wundervoll. Das ist so ein schöner Lachston. Ja, fast schon orange. Ich finde, es ist einfach richtig, richtig schön. Aprikot. Ich kann so schlecht Farben beschreiben. Genau, das ist hier mit so einem Wellengedöns. Und dafür habe ich mir tatsächlich auch noch zwei Gürtel mitbestellt, um zu schauen, wie das aussieht. Der Stoff von dem Kleid ist sehr, sehr fest, was mir richtig gut gefällt. Manchmal hast du bei den Kleidern von Orsay auch noch Taschen mit dabei. Das hast du jetzt in dem Fall nicht. Hinten hat es einfach einen großen Reißverschluss und hier nochmal abgesetzt die Nähte. Genau, einfach damit das etwas figurbetonter aussieht. Das ist übrigens die Rückenproblematik. So schaut das Kleid nun angezogen aus. Es ist die Größe 38. Ich habe übrigens einen Klebe-BH drunter, den kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Gut, es sitzt sehr, sehr locker und sehr angenehm. Ich finde aber, dass es etwas sehr kantig aussieht. Ich weiß nicht. Für ein Sommerkleid finde ich das dann doch ein bisschen zu dick vom Stoff her. Für ein Frühlingskleid ist es 1A. Ich finde, dass es auch schön figurbetont ist. Ich könnte mir aber theoretisch von diesem Kleid noch vorstellen, dass mir eine Nummer kleiner besser passen würde. Von der Länge her, ich trage übrigens, eine schwarze Leggings von Feind. Auch die kann ich dir in der Infobox verlinken, drunter einfach, damit das Ganze hier ein bisschen blickdichter ist und ich meine Beine einfach anheben kann. Genau, ja. Ich mag dieses Balle-Walle. Ich befürchte aber, dass es ein Kleid ist, was recht bügelanfällig ist und ich hasse Bügeln. Diesen Gürtel habe ich extra für dieses Kleid gekauft, einmal in schwarz und einmal in weiß, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob das rein weiß ist. Genau, den wollte ich jetzt einfach mal dazu anprobieren. Das ist so ein Taillengürtel. Ich glaube, das Model hatte auf dem Bild auch so einen Gürtel an. Okay, mit Taillengürtel sieht das Ganze schon irgendwie ein bisschen geformter aus, ne? Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser und finde ich irgendwie schöner. Also, das ist vor allem auch ein Kleid, was man gut im Büro tragen kann. Also, schön finde ich es auf jeden Fall. Tada! Okay, dieses Kleid wird safe behalten, denn mein Freund sagte gerade, er findet es richtig geil. Und ja, deswegen. Wenn Monsieur das sagt, dann muss es auch stimmen. Ich finde es auch schön. Es ist halt einfach mal farbenfroh. Und was mache ich hier eigentlich für Bewegung? Es tut mir leid. Das nächste Kleid ist vom Schnitt her ähnlich wie dieses Kleid. Es ist aber mit einem ganz, 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 ganz coolen Muster. Ich mag diese großen Blumen und mich hat sehr, sehr gefreut, dass hier auch Taschen drin sind. Das habe ich nämlich gerade erst entdeckt. Das feiere ich hart. Auch das ist wieder hier an den Hoopies abgesetzt und allgemein etwas figurbetonter geschnitten. Dieses Kleid finde ich sogar nochmal ein Stückchen schöner. Nicht nur, weil es praktischer ist durch die Taschen, sondern weil es auch irgendwie ein bisschen besser hier sitzt. Von der Länge her auch wieder ziemlich gut passend. Das gefällt mir. Und hier setzt man halt auch wieder so ein bisschen Farbkleckse. Es sitzt auch wirklich gut. Also da bräuchte ich jetzt theoretisch keinen Taillengürtel. Den werde ich aber gleich mal spaßeshalber dazu anprobieren, weil auch den schwarzen Taillengürtel wollte ich ja mal kombiniert irgendwo zu sehen. Ja, und das ist dann quasi das zweite Kleid. Mir gefällt's. Ich finde das Muster voll schön. Ich mag diese großen Blumen einfach.
Also auch hier, der Taillengürtel passt da gut so und betont halt hier nochmal die Taille. Das finde ich schick. Mir gefällt das definitiv. Ich bin mal gespannt, was mein Freund dazu sagt. Ihm wird es garantiert auch gefallen. ja, es ist auch approved von meinem Freund. Ja, das nächste Kleid ist jetzt etwas verspielter, da weiß ich nicht, da muss ich mal gucken. Das ist halt etwas aus einem etwas luftigeren Stoff, sage ich mal. Hat aber trotzdem nochmal so ein untergenähtes irgendwas Kleidchen mit drunter, sodass es nicht durchsichtig sein wird. Es fühlt sich auch richtig schön an. Ich bin aber eigentlich kein Fan von V-Ausschnitten. Da muss ich mal gucken, wie mir das steht, weil ich finde, bei mir, auch mit Minimöppen, sieht das einfach so aus, als hätte ich quasi Hängemöppis. Und da muss ich gleich mal gucken. Mir gefällt es auch, dass da Ärmelchen mit dran sind. Das finde ich ganz hübsch. Mir gefallen die Punkte. Und mir gefällt auch diese Lagenoptik. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen verspielter und ein bisschen leichter. Ich glaube, dass das auch so ein Walle-Walle-Kleid sein wird. Und sowas mag ich ja. So sieht das Kleid nun angezogen aus. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare auch eure Bewertung zu den jeweiligen Kleidungsstücken reinschreiben. Ich finde, es sitzt unfassbar gut. Also wie eine zweite Haut sitzt es hier an dem Oberkörper von mir. Das heißt, wenn man größere Hupis als ich hat, und ich habe keine großen Hupis, dann könnte es problematisch werden. Genau. Also ja, deswegen, ne? Also das ist wirklich hier gerade alles sehr, sehr eng. Auch hier an der Taille sehr, sehr eng. Es ist Größe 38. Also puh, so schaut das jetzt von Weitem aus. Ich muss wirklich sagen, dass das hier jetzt nicht unbedingt mein favorisiertes Kleidchen wäre. Es ist niedlich, aber irgendwie fühle ich mich nicht ganz so wohl da drin. Es ist so, ich weiß nicht, irgendwie diese Lagenoptik trägt halt auch so ein bisschen auf und irgendwie weiß ich nicht. Was ich natürlich süß finde, ist das hier, dass es halt so weht. Was meint ihr? Bin mir da unschlüssig. Ja, auch hier waren mein Freund und ich uns ziemlich einig, dass mir das jetzt nicht so unbedingt steht, um das mal so zu sagen. Also es kann schön sein, aber wenn man das auch so von der Seite sieht, das trägt hier tatsächlich auch und das ist gefährlich, Leute. Ja, gerade in meinem Alter, ne? Weißt du Bescheid. Also es ist niedlich, aber irgendwie nicht mein Style. Nein. Merkt man, dass ich Rosen mag? Ich glaube schon, oder? Ja, das hier ist jetzt auch wieder ein schönes Sommerkleidchen, was man halt auch so ein bisschen zu schickeren Anlässen anziehen kann. Es hat auch so, ja, so Ärmchen, aber nicht zu lang. Also es ist schon ein kurzes Ärmelchenkleidchen, aber dafür ist es an sich ein recht langes Kleid. Und ja, auch hier haben wir einen V-Ausschnitt, der aber sehr, sehr tief ist. Ich denke, das werde ich auch nur tragen, wenn ich einen Top drunter ziehe. Aber ich trage es jetzt einfach mal auch so. Genau, auch das ist wieder in der Größe 38 und das werde ich jetzt einfach mal anziehen. Hier habe ich aber auf jeden Fall ein Unterkleid drunter, was man halt auch einfach braucht, weil dieser Stoff halt sehr, sehr durchsichtig ist. Man hat bei diesem Kleid auch so einen Gürtel mit dran genäht, den man einfach festknoten kann und sich so ein Schleifchen an die Seite macht. Ja, das ist ein Kleid ohne Reißverschluss, also so ein Reinschlüpfkleid. Es ist wirklich, wirklich luftig, also nichts für kalte Tage. Also es muss schon sehr, sehr warm draußen sein, um dieses Kleid zu tragen. Ich finde, das ist an sich ein schönes Kleid, aber ich finde es an mir nicht so schön, muss ich gestehen. Es kaschiert schon die Hüften auch so ein bisschen. Es betont die Hüfte, also die Taille, was ich schön finde. Der Ausschnitt ist mir wirklich etwas zu tief, aber das kann man hier auch noch ein bisschen festnähen, dann hat man das nicht zu tief. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Die Länge vollkommen in Ordnung. Also das ist wirklich ein recht langes Kleid. Das ist definitiv auch gut was fürs Büro. Mal gucken, was mein Freund dazu sagt. Er mag es lieber als das vorige, aber ne, halt auch nicht kabam. Also dementsprechend hat er auch vollkommen recht. Also ich weiß nicht, irgendwie hier fehlt mir halt auch so ein bisschen was. Ich weiß nicht genau was. Ich finde, dass es hier auch diese Partie sehr komisch aussehen lässt. Klar, ich habe jetzt auch keinen richtigen BH drunter, sondern einfach nur so ein Klebevieh. Aber trotzdem, bei den anderen sah es einfach schöner aus, ne? Also ich glaube, so ganz wohl fühle ich mich hier drin jetzt auch nicht unbedingt. Also da bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Also ich weiß es noch nicht.
Als nächstes habe ich so ganz basic Strickjacken. Also das sind halt welche, die ja, hier so schöne Knöpfe haben und hier so dreidimensionale Bommels oder auch Punkte. Genau, das ist jetzt einer mit einem Rundhals. Er fühlt sich wirklich, wirklich schön an, das muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir und den ziehe ich jetzt einfach mal kurz übers Kleid drüber, um zu schauen, wie das auch von der Länge und so her aussieht. Okay, die Knöpfe lassen sich schon okay lösen, sage ich mal, aber sie sind ein bisschen zu groß für das Loch. Das könnte auf Dauer vielleicht ein Problem werden, was dann ja auch das Oberteil an sich kaputt machen könnte. Aber ich muss auch gestehen, dass ich bislang nur solche Oberteile gehabt habe, wo halt irgendwie Plastikknöpfe oder sowas dran waren und halt keine Metallknöpfe. Die Armlänge ist genau passend. Das könnte sogar vielleicht noch ein bisschen länger, weiß ich nicht, ne? Weil das ja auch gegebenenfalls noch ein bisschen einlaufen wird. Ich finde es von der Länge an sich her ein bisschen kurz, weil also meine Hüfte wäre jetzt hier, das schließt dann quasi genau mit so einer Hose ab. Sieht natürlich sehr, sehr brav aus, aber ich muss sagen, manchmal tut es, also übrigens das Knöpfe zumachen ist jetzt sehr, sehr simpel, das geht jetzt ganz gut. Manchmal ist es ganz gut, wenn man halt ein Kleid anhat und dann so ein Cardigan halt noch mit in der Tasche hat, wenn es dann einfach frischer abends wird. Und dann kann man den eben überwerfen und dann wird einem halt draußen nicht kalt, wenn man gerade irgendwo isst. Keine Ahnung, bei den Eltern zum Grillen oder so und oder hier draußen zum Grillen bei uns zu Hause. Es ist halt ein Basic Cardigan, ne? Was soll ich da groß zu sagen? Den habe ich jetzt in rosa und in weiß und ich finde, in rosa passt der auf jeden Fall auch ganz gut. Also ich mag auch, wie der sitzt, ich mag, wie er fällt. Sind jetzt 1000, ach guck mal, hier ist noch ein Ersatzknopf mit drin. Ist das nicht wundervoll? Ein Ersatzknopf. Yay. Genau, diese 1000 Schildchen, die dann recht schnell auch rausgeschnitten werden. Aber ansonsten ist es halt einfach ein Cardigan, ne? Aber es ist natürlich so, er macht mich ein bisschen alt. Das sagte mein Freund auch gerade und da hat er auch recht. Ja, vielleicht doch nicht mit solchen Knöpfen und solchen Hubbeln. Das ist vor allem so gerade voll der Kontrast mit dem Kleid, ne? Das ist halt der gleiche nochmal in weiß, den brauche ich dann ja in dem Sinne gar nicht anziehen. Den hatte ich jetzt ja schon in rosa an. Wird dann ja von der Passform genauso sein, aber ja. Ah, ich muss mir etwas Sportlicheres suchen. Vielleicht kann dieser Cardigan mehr punkten. Der ist jetzt schwarz, der hat auch wieder solche Knöpfe mit dran, genauso wie auch der rosafarbene eben schon. Hat aber einen V-Ausschnitt und ist vom Stoff her auch ein bisschen dünner, ein bisschen leichter. Und er ist ein bisschen breiter, also ich denke, dass er lockerer sitzen wird. Und vor allem denke ich auch, dass er länger sein wird, aber den probiere ich jetzt erstmal an. Ja, der ist auf jeden Fall länger und der gefällt mir vom Schnitt auch einfach besser, ne? Weil der ein bisschen jugendlicher aussieht. Auch wenn das jetzt ein bisschen... Ja, es ist halt von den Knöpfen her so eine Sache, ne? Aber er hat halt nicht diese Punkte drauf. Das heißt, er sieht schick aus, aber nicht ganz so altbacken. Und der ist von den Ärmeln her viel, viel länger und auch vom Allgemeinen ist der viel länger. Also der passt einfach auch besser und der gefällt mir persönlich auch besser, weil ich mich wohler da drin fühle. Ja, gefällt meinem Freund auch besser. Ja... Ne, das gefällt mir auch definitiv besser. Ich fände es natürlich irgendwie, weiß ich nicht. Nee, ich habe da nichts dran auszusetzen. Tatsächlich nicht. Nö, der muss auch nicht enger sein oder so, weil so finde ich das wirklich genau passend. Du kannst es irgendwie über etwas drüber ziehen. Der hat die richtige Länge. Gefällt mir. Dieses Oberteil ist eher so ein Chill-Oberteil, würde ich sagen. Der Stoff fühlt sich super schön, super weich an. Es ist halt so ein Beige-Ton, relativ langweilig, aber ich mag solche Oberteile für zu Hause zum Chillen oder allgemein, dass man halt einfach mal so ein bisschen Chilli-Milli haben kann. Man muss ja nicht immer ein Kleidchen anhaben, Leute. Und ja, das habe ich auch in der Größe M bestellt. Oh ja, das kann man halt auch so ein bisschen auf Schulter tragen und es ist einfach super chillig gerade. Du hast hier Dreiviertelärmel und die sind an den Armen dann etwas enger und hier oben hast du es dann etwas weiter, was das Ganze aber super gemütlich macht. Also ich fühle mich gerade in diesem Oberteil unheimlich wohl und das werde ich auch safe behalten, weil ich das einfach so chillig finde. Gerade jetzt für meine Sonnenbrandgeschichte das optimale Oberteil, weil das nicht piekst, nicht kratzt und das ist super weich auf der Haut. Ich hatte befürchtet, dass es vielleicht durchsichtig ist, ist es aber gar nicht. Also ich finde nicht, dass man irgendwas durchsieht. Ich finde auch von der Länge her ist es super passend und das wäre jetzt tatsächlich auch das perfekte Gammel-Outfit, ne? Also einfach so ein Überhängevieh und dann dazu so eine Leggings. Genau. Und das finde ich irgendwie auch cool.
Zwischenzeitlich können wir jetzt mal ein paar Tücher dazu kombinieren, denn Tücher habe ich mir auch bestellt. Ich liebe solche Loop-Schals. Und hier habe ich den ersten, das ist dieser hier, der halt so verkauft wurde. Finde ich total klasse. Ich mag das Muster richtig gerne. Das ist so frühlingshaft, sommerhaft und ja, schön bunt, aber gleichzeitig auch dezent. Und es passt zu so einem Oberteil auch richtig gut. Ja, das ist, wenn es halt einfach mal ein bisschen windiger draußen ist und man seinen Nacken schützen möchte oder seinen Dekolleté, keine Ahnung, und das mag ich. Diese Tücher gab es in so einer Zweierkombi und das fand ich ganz schön. Zum einen einfach mal so ein gelbes Tuch, was ein bisschen Farbklecks reinbringt, wenn man vielleicht irgendwas Tristes anhat, irgendwas Schwarzes zum Beispiel. Und dann, ja, halt einfach mit Blumen. Genau, das ist ein bisschen dünner tatsächlich als das Tuch, was ich gerade umgehabt habe. Also nicht nur dünner vom Stoff, sondern auch dünner hier vom Loop her. Deswegen sitzt es auch nicht ganz nah am Hals, aber so kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Und hier haben wir dann noch das Muster von dem blauen Schal. Ja, das mag ich auch wohl leiden. Das gefällt mir. Das peppt dann auch so ein Chili-Milli-Outfit ein bisschen auf, weil man Blumis trägt. Man kann so einen Pulli auch ein bisschen schicker gestalten, indem man da auch so einen Taillengürtel drum zumacht. Ne? Aber es ist für mich ein Chili-Milli-Pulli, also von daher werde ich das wahrscheinlich eher weniger mit so einem Gürtel tragen. Gut, kommen wir jetzt mal zur Hosenproblematik. Ja, als erstes habe ich mir eine ganz normale Jeans bestellt, beziehungsweise nicht ganz. Also nicht ganz normal, es ist eine Jeans, ja, aber es ist eine Ankle High-Waist Jeans. Und die hat hier vorne so auch so ja, drei Knöpfe, die ist halt höher geschnitten und mal gucken, wie das so aussieht. Die ist so, dass die am Knöchel abschließen soll. Ja, die Hose sitzt tatsächlich sehr, sehr angenehm. Also vor allem hier oben sitzt sie sehr, sehr gut. Genau, also sie macht, glaube ich, auch einen passablen Poppes, glaube ich. Von der Länge her, ja, passt. Ansonsten, die sitzt wirklich endlich mal wieder gut. Ich kann normal in der Jeans atmen. Hier oben hast du auch ein bisschen Luft, was ich sehr, sehr witzig finde, weil hier oben ist kein Knopf drin. Keine Ahnung, ob das so muss, aber das ja, gibt dem Bauch halt ein bisschen Freiheit. Und sie sitzt am Knöchel wirklich super eng bei mir, was ich interessant finde. Also ich habe natürlich große Füße, Größe 41 ist meine Schuhgröße, aber ich meine, ich habe jetzt schon eine Hose in Größe 40 an, ne? Da hätte ich gedacht, dass es vielleicht am Knöchel etwas lockerer sitzt, aber nein. Ich finde übrigens, dass man das so auch ganz gut kombinieren kann. Das gefällt mir. Ja. Sitzt das gut? Ich muss mir das mal im Spiegel angucken. Auch mein Freund mochte die Hose ganz gerne. Das heißt, sie darf dann einfach mal bleiben. Ich finde übrigens nicht, dass es aussieht wie eine Größe 40, oder? Oder täusche ich mich? Ich weiß nicht. Man sollte sich nicht so an Größen festhalten. Als nächstes habe ich mir hier so eine graue Hose einfach geholt. Das ist auch Jeansstoff, müsste das sein. Ja, die ist im Boyfriend-Style. Jedenfalls steht es da oben drauf. Wahrscheinlich wegen der Knöpfe. Ich weiß nicht, ob die deswegen so heißt. Ja, die ist halt ganz normal geschnitten. An den Knöcheln sieht sie auch schon wieder so eng aus. Aber wir gucken mal. Ja, die Hose sieht schon ziemlich lässig und ziemlich cool aus. Ich finde, sie sitzt hier oben auch wirklich gut, also das muss man ihr lassen. Ich glaube aber, sie macht einen recht flachen Po. Das muss ich mir gleich im Spiegel nochmal anschauen. Ich habe mir auch Zehenspitzen, damit ihr das auch entsprechend seht, ne? Genau, und von der Länge her finde ich sie halt so kurz, aber das ist ja dieser Style, da machst du nichts dran. Ja. Aber ansonsten finde ich sie einfach total bequem und es gefällt mir eigentlich schon. Ne? Ich fühle mich schon wohl in der Hose. Die ist vom Stoff hier super angenehm und auch hier vom Bund her super angenehm. Da kann man Gürtel zu anziehen. Ja, schick finde ich sie. Die wird auf jeden Fall auch behalten. Somit habe ich jetzt zwei Jeanshosen in meinem Schrank. Denn alle anderen werden fliegen. Dazu wird es übrigens auch noch ein Kleiderschrank aussortieren Video von mir geben. Ja. Seid drauf gespannt und ja, ne? Ich fühle mich einfach wohl damit.
Das letzte Kleidungsstück aus diesem Haul ist tatsächlich ein Knaller, denn schaut euch diese Farbe an. Krass, oder? Ja, ich wollte mich einfach mal was trauen. Das ist auch vom Stoff her ein bisschen was anderes. Das ist so eine Stoffhose und ja, hat einen weißen Gürtel mit dabei. Business Look steht da drauf. Ja, ich bin mal gespannt. Sehr gespannt, wie die dann sitzen wird. Auch die habe ich in der Größe 40 bestellt. Was macht man denn da mit dem Wetter? Steckt man da rein? Normalerweise hat man da dazu wahrscheinlich eher leichte Oberteile an. Ich stecke es jetzt einfach mal so rein. Ja, sie hat Taschen. Sie ist limettengrün. Sie wirft hier komische Falten. Sehr komische Falten. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss auch gestehen, ich fühle mich nicht wohl in dieser Hose. Nein. Das gefällt mir auch nicht, was ich da sehe. Und die... Es ist auch so eine kurze Hose. Dazu trägt man dann wahrscheinlich... Ja, ich mache Verrenkung, Leute. Das ist echt gleich, falle ich um. Es ist wahrscheinlich so eine Hose, zu der man dann halt auch so ganz leger irgendwelche Sneaker kombinieren könnte. Aber mir gefällt das hier einfach nicht, wie das im Schritt sitzt, ne? Oder wie es eben nicht sitzt. Ich weiß nicht. Wie findet ihr solche Hosen? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Es hat auch so ein bisschen was von BWL-Student. BWL-Studentin. Da war ich wieder einer Meinung mit meinem Freund. Das wird nicht bleiben. Da muss ich jetzt aufpassen, dass das nicht zu tief hier gerade kommt. Ihr Lieben, das war jetzt mein Orsay Fashion Try-on-Haul. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!